Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, in der letzten Folge haben wir ja dieses Deep Learner Ding hier gebaut. Und wir werden jetzt als erstes direkt mal uns damit auseinandersetzen und hier hinten die paar Killen, die da stehen. Ich glaube, es sind eh nur zwei. Vorne sah es noch mehr aus. Das sind drei, okay. Schauen wir mal, wie ich den ein bisschen tot kriege. Zack. Und noch ein Schlag. Und noch ein Schlag. Dann müsste ich die doch jetzt in meinem Deep Learner drin haben. Genau, 4 to go hier. 3 to go hier. Das ist doch wie so ein Android drin. Die Hitbox von denen ist auch ganz beschissen. Das sind zwei Androids. Was soll ich mit den zwei Androids anfangen? Was ist da für ein Skelett? Gleich tot, so zack. Was passiert hier? Noch ein Creeper. Es werden immer mehr. Alter, ich könnte gleich mal eine Stunde einfach farmen stehen oder sowas. Komm her. Passt doch. Okay, und wenn wir dann hier gucken. Two to go, two to go. Jetzt haben wir irgendwie noch keinen bekommen. Lustig. Naja. Dann schauen wir wieder zurück. Die Bi hat auch geschrieben, dass er das Problem hier mit dem Ding hier auch kennt. Das finde ich aber ehrlich gesagt beschissen, wenn der Fehler hier wirklich öfter auftritt. Klar, es ist ein Mod, wird nicht immer alles, aber es ist schon halt schon irgendwie blöd. Wenn man so sagen darf. So, okay. Can dig for truffles. Ich habe eine Trüffel. Ich habe eine Trüffel. Type Redstone. Okay, was kann ich mit den Trüffeln jetzt anfangen? Das wäre doch jetzt mal eine ganz interessante Frage. Was mache ich mit Trüffeln? Trüffel. Es gibt hier 3000 Trüffel. Okay, schauen wir mal an. Wenn ich jetzt Redstone zum Beispiel zeigen will, ist jetzt ein Redstone-Trüffel-Gedöns-Dings da. Redstone? 4 Trüffel machen einen Redstone. Aha. Aha. Ich habe jetzt leider gerade nicht den Text von... Wait. Wie kommst du hierher? Wie kommt ihr hier rein? Ist das Ding nicht zu? Moment, hier dürfte eigentlich keiner rauskommen. Oder? Ich habe meinen Trüffelschwein. Such nach Trüffel. Such nach Trüffel. Ach, wie zur Hölle sind die da rausgekommen? Wie seid ihr hier? Hä? Okay, jetzt gehen wir auf die Jagd da draußen. Du sollst hier nicht draußen sein. Ich mache euch bald automatisch mit Bäumen. So schaut's aus.
Der hat die ganze Zeit ordentlich zu tun, wie es ausschaut. Jetzt mal nach Iron gucken, das interessiert mich jetzt kurz. Iron. Ja, so ein bisschen was ist halt im System, ne? So minimal. Wie schaut die Maschine hier aus? Das Deck können wir doch wieder gleich mal ready machen. Doch. Hühnchen Dickmus. Aber geht wenigstens schon Eier, das ist vorteilhaft. So, ich glaube, das hier unten schaut aus wie im größten Horrorstall der Erde. Der tut auch noch arbeiten, oder? Wenn hier 9 ist, sollte es wieder weg sein, glaube ich. Hm, ja. Also er arbeitet schon. Es funktioniert. Es funktioniert auch alles. Super. Haben wir noch Heiche Bone drin? Bones habe ich drin, ja. Aber er kommt selten dazu, wie es scheint. Er kommt mittlerweile dazu, das ist natürlich vorteilhaft. Wenn ich jetzt unter Bones gucke hier. Wo sind die Bones, die man normalerweise kriegt? Weil das ist doch, was ich... Ah, nee, warte mal. Habe ich nicht daneben irgendwo einen gemacht, der das dann umwandelt? Deswegen läuft es... Deswegen läuft es so gut. Und ehrlich gesagt, ich habe mittlerweile so keinen Plan mehr, was ich alles gemacht habe. Die Batterie ist ja immer noch nicht voll. Das System läuft und läuft und läuft und... Das läuft auch. Und die Batterie hier wird nie voll. Wird die eigentlich voll? Ja, die wird voll, aber die braucht Ewigkeiten. Holy shit. Ich glaube, ich muss einfach das Spiel mal währenddessen laufen lassen und dann auch mich da hinten hinstellen, damit ich bei den Zombies in allem bin. Ich muss mal die Trüffel aufbewahren. Dafür muss ich ein größeres Feld bauen, irgendwie so einen großen Steinboden oder sowas in der Art. Ich glaube, ich war letztes Mal bei Applied Energistics. Kann das sein? Applied Energistics. Und ich wollte fürs ME-Drive diese Dinger hier craften. Und brauchte Silikon dafür. Nether Quartz Dust. Nether Quartz Dust. Dann nehmen wir noch mal hier ein bisschen was. Manufacturer, wenn ich dich da rein tue, dann passiert das, oder? Ja. Nice. Alloy Furnace. Muss ich einen normalen Ofen tun, warte mal. Habe ich nicht mehr Silicon gemacht? Silicon? Ne, habe ich echt nicht. Ich bin erstaunt. Dann brennen wir erstmal dich hier. Ach Leute, ich habe Silicon gemacht. Wissen, was ich beim letzten Mal gemacht habe, ne? Das wäre immer ganz schlau. Bedeutet. Ich habe auch schon Silicon Press. Inscriber, Inscriber Press. Okay, also ich habe diese Grundbasis schon und mit der kann ich jetzt rein theoretisch dich pressen. Oder ist andersrum. Oder ich bin dumm und habe absolut kein Pleitue. Also das ist Pleit. Okay, nee, ich brauche erstmal einen Scriber Press. Circuit Mold.
Chiselhead und Tinker kommt gegen Cobblestone Circuit Mode. Okay, wait, warte mal. Hä? Und um die zu kriegen, muss ich das mit Ferroboro. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Hatte ich das nicht schon? Das kommt mir so bekannt vor. Habe ich das nicht erst geschmolzen? Habe ich da nicht so einen komischen Ingot mal geschmolzen? Thorium. Gott, da gibt's viel. Ferroboro kommt aus Molten Ferroboro. Oder aus Steel Ingot und Boro Dust. Und Boro kann aus Boro. Gibt's da für einen anderen Weg auch? Found in Twilight Forest oder Lost Dimensions. Lost Cities Dimensions. Lass mich raten, mit Boro habe ich keins. Es wäre auch zu schön, wenn ich ein bisschen Boro hätte. Scheiße. Okay. Ich weiß nicht mehr genau, was der Stand war da. Ich glaube, hier mache ich auch gerade noch weiter. Scheiße. Bedeutet, ich muss suchen nach Boro. Aktuell mal. Soll ich einen Deep Learner mitnehmen? Deep Learner hat sich da. So. Dann machen wir denn das und das rein. Wir nehmen noch eine Spitzhacke mit. Und wir hatten doch diese komischen Dinge eigentlich auch. Ich hätte gerne das Fliegerding da. Was ich hatte. Ich weiß nicht, wie die Dinge heißen. Das ist mein Problem. Hier, warte mal, waren das nicht Enderwing? Was war Enderwing hier? Okay, scheiße, ich habe die Übersicht verloren. Warte mal. Vorhin hatte ich noch circa einen Plan, wo es ist. Halt vorhin. Enderwing. Teleport to World Spawn. Okay. Ob das eine gute Idee ausprobieren? Ich habe diese komischen Orbs, hatte ich doch noch. Habe ich die in eine extra Kiste jetzt geschmissen oder was habe ich mit denen gemacht? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen. Slime Walls habe ich jetzt 3000 schon mittlerweile. Spawner Seeker searches out the nearest spawner. Chest Upgrade. Hätte es verloren? Das wäre irgendwie so ein bisschen. Nee, warte mal, hier. Charm suche ich. Charm. Hatte ich nicht diese Void Charm? Void Charm saves you from falling into the void. Gives slow fall after 6 blocks. Ich will den Erdcharm haben und den Wing Charm slow fall. Ja, perfekt. Let's go into the twilight. Gehen wir in die Twilight rein. Komm, Ladwelt. Ach nee, warte mal, das war die Hunters der Menschen. Warte mal, ich bin wieder im Hover-Mode. Ja, unsichtbare Kuchen, du bist auch wieder da. Jetzt lädt Twilight wieder. Will dich haben. Ich weiß, da oben ist meine Base drin. Ja, schön, das ist eine Firefly.
nehme ich erstmal alle mit. Wer weiß, was ich euch brauche? Für Kate. Die gibt es Slowfall. Vorteil ist, ich kann jetzt an die Seite dieser scheiß Inseln gehen und mir das Boro suchen. Wahnsinn, was ist denn das alles? Ich bräuchte bitte Boro. Warte mal kurz. Warum krieg ich Damage? Stopp! Warte mal, was ist jetzt hier? Zum Fick war das? Muss man zu meiner Base. Okay, das war irgendwie unerwartet. Warum bin ich da jetzt gestorben? Vielleicht könnt ihr mir das sagen. Ich muss auf jeden Fall dahin zurück. Oder kann ich mich denn teleportieren? Oh no, das funktioniert nicht. Weil ich wette, wenn ich mich da irgendwie wieder hinkriege, dann kriege ich dort ein Boroboro raus. Ich muss bloß zu diesem Boroboro kommen. Aber ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir hoffentlich unser Zeug wieder kriegen. Also, bis dann. Ciao.